Wir stehen vor einer gewaltigen Transformation des Energiesystems und ich glaube, die Transformation des Energiesystems in Deutschland, in Europa bedeutet ja dann auch eine Transformation aller folgenden Systeme. Also wir befinden uns eigentlich vor einer der größten Veränderungen nach der industriellen Revolution vermutlich. Das geht in die Mobilität, es geht in die Wärmeversorgung, es geht um unseren Wohlstand. Und ich glaube, dass wir neben der politischen Sicherheit bei dieser Transformation, dem Rückhalt dazu, des Pfadgebens durch die Politik, brauchen wir das natürlich auch auf der technischen Seite, dass wir diese verschiedenen, weil alle Systeme betroffen sind, jetzt durch Veränderung im Energiesektor, muss natürlich die Informationen stimmen, müssen Vorgaben von der Technik kommen, was geht, was geht nicht, was können wir tun, wenn wir in die Umsetzung gehen. Naja, es scheitert an vielen Stellen und vieles funktioniert ja auch. Wir haben immerhin weit über 30% erneuerbare Energien im System. Da hat vieles funktioniert, allerdings eher entgegen vieler Widerstände. Und die Widerstände kommen ja vor allem aus der Politik. Seit vielen Jahren wird dort eher blockiert oder verlangsamt, verzögert. Das mag auch helfen, gerade in technischer Hinsicht, um wieder nachzuziehen. Auf der anderen Seite herrscht eine große Verunsicherung. Und ich glaube, das Versagen in Deutschland ist doch, dass man sozusagen das Heft des Handelns aus der Hand gegeben hat. Man reagiert auf Veränderungen, anstatt sich vorne hinzustellen, wie das vielleicht vor 20 Jahren begonnen hat, die Energiewende, zu sagen, da wollen wir hin, wir wollen Richtung 100% erneuerbare Energien, liebe Leute, und wir gehen mit und wo es weh tut, unterstützen wir. Und das ist, was die Politik nicht tut und deswegen zögern alle bis hin zum letzten Bürgermeister, der nicht weiß, ob er jetzt den Solarpark wollen soll oder nicht. Ich glaube, es ist halt enorm wichtig, dass die Menschen sowohl von unternehmerseitig, aber auch die Betroffenen in den Regionen die Arbeitsplätze verlieren oder die Technik hinzugestellt bekommen, also Windkraft zum Beispiel, dass die auch wissen, warum das passiert. Das ist die Begründung, die muss durch die Politik kommen. Das ist keine technische Begründung, sondern es ist eine politische Begründung und sie brauchen den Rückhalt. Und ich glaube, das ist einfach der springende Punkt. Und natürlich ist das auch jetzt nicht sonderlich kompliziert, sondern man muss es einfach tun. Man könnte sich ja vorstellen, dass eine Politik, eine Kanzlerin, ein Kanzler, Regierungssysteme sagen, wir sind diejenigen, die die Veränderung schaffen. Schaut her, liebe Leute, wir schaffen Wohlstand, wir schaffen Arbeitsplätze, weil ja gerade die erneuerbaren Energien in ihrer Dezentralität, also in ihrer Verstreutheit über die Republik, ja ganz offensichtlich Arbeitsplätze schafft, mehr als sie vernichtet. Bisher ging ein Großteil des Kapitals in fossile Energien und in die Besorgung der Rohstoffe ins Ausland. Jetzt bleibt auch das gleiche Geld im Land. Das ist doch eigentlich relativ offensichtlich, dass man sich damit schmücken könnte. Also jede Politik, jede Partei könnte sich jahrzehntelang schmücken als Vorreiter. Und warum das nicht passiert, das ist halt ein Manko, weil da fehlt, da ist zu viel Selbstverstrickung in Lobbyismus, in alte Geldströme und das muss aufgebrochen werden, sonst wird das nicht schnell genug gehen. Also was ja schon sehr gut funktioniert, wir können ja bereits sagen, dass die Zukunft der Energieversorgung aus Solarstrom und Windstrom im Großen und Ganzen kommen wird. Das heißt, wir könnten uns technisch darauf konzentrieren, das zu perfektionieren. Wir müssen nicht uns um Gehzeitenkraftwerke kümmern, nicht um neue Technologien. Wir brauchen gar nichts Neues erfinden auf dieser grundsätzlichen technologischen Ebene. Das ist die gute Nachricht, weil dort auch die Techniker seit Jahrzehnten vorgeleistet haben. Also eine Solarrevolution konnte nur passieren, weil aus Deutschland heraus, nicht nur durch das Erneuerbare Energiengesetz, sondern auch durch die technischen Vorreiter, gerade auf Wechselrichterebene, auf Netzanschlussebene, durch die Normung eben Grundlagen geschaffen haben, dass wir als Projektierer oder die Bürger als Investoren einfach machen konnten. Und für die Zukunft brauchen wir vor allem auf der Digitalisierungsebene schnell Klarheit, wo läuft der Hase hin, was implementieren wir, wie binden wir Speicher ein. Das sind so diese großen Themen, wo man jetzt schnell sagen muss, das ist gut und das ist schlecht und wir konzentrieren uns hier und vor allem in der Digitalisierung, in der Vernetzung aller Dinge, in der Vernetzung des großen Ganzen, da brauchen wir unheimlich schnell Klarheit.